Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal von Robert Götz Matuszewski. Wir machen heute mal eine Sondernachrichtensendung aus Las Vegas, wie ihr gerade sehen könnt. Herzlich willkommen in Las Vegas. That city that never sleeps, oder the city that never sleeps. Wir machen ein bisschen Sightseeing mit euch und zwischendurch habe ich auch die ein oder andere Nachricht. Erstmal eine Nachricht an Marco Buschmann. Marco Buschmann ist ja bei uns für die Justiz zuständig und der hat ja davor gewarnt, nach Moskau zu reisen, weil es so gefährlich ist. Also Herr Buschmann, ich kann Ihnen verbindlich sagen, ich war im Ural, ich war in St. Petersburg, ich war in Jekaterinburg, ich war in Moskau, ich war in vielen russischen Städten und ich kann das nicht bestätigen. Ich habe nur freundliche und offene Menschen getroffen und ich habe vor allen Dingen niemals ein unsicheres Gefühl gehabt. Und ich habe auch weder Graffitis oder zerkratzte Scheiben an Bussen gesehen. Und sehr viele Obdachlose konnte ich in Moskau auch nicht entdecken. Das ist hier in den USA ein klein wenig anders, Herr Buschmann. Also man könnte eher vor den USA warnen. Da gibt es nämlich unter anderem in Kalifornien ein neues Gesetz. Da kann man jetzt bis zu $1,999 einfach klauen und bleibt ungeschoren. Das ist doch toll, oder Herr Buschmann? Ja, man könnte auch vor den USA warnen, weil sie mal schnell rund 900 Milliarden für Rüstung ausgeben. Ja, und Russland gibt etwa 80 Milliarden für Rüstung aus. Aber Russland, das sind ja die mit dem Angriffskrieg. Ganz böse Zungen sagen, sind es nicht die USA, die regelmäßig völkerrechtswidrige Angriffskriege machen? Zum Beispiel im Irak, wo es hieß, da gibt es Massenvernichtungswaffen, wo sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, das war eine Lüge, war aber schon zu spät. Es waren schon über 1 Million Iraki umgebracht worden im Krieg. Und wir erinnern uns noch, ich glaube, er hieß Baghdad Ali, das war ein Reporter von Saddam Hussein, der hat sich dahingestellt und hat damals gesagt, ja, also die Amerikaner, die kommen niemals nach Bagdad, sie haben keine Chance, wir werden gewinnen. Und im Hintergrund kamen schon die amerikanischen Panzer an. Und genauso sind auch unsere Medien. Unsere Medien berichten nur systemkonform. Beispiel, neulich wurden in England 3 kleine Mädchen abgestochen, niedergemetzelt, 8 weitere schwer verletzt, 2 Erwachsene schwer verletzt. Und die Mainstream-Medien berichten von einem Messerangriff. Ja, also ne, es werden niemals Amerikaner den Boden von Bagdad betreten. Ja, so ungefähr wird bei uns auch berichtet. So ist die Berichterstattung in den Mainstream-Medien über Corona gewesen, über die RKI-Files gewesen. Kein Grund zur Aufregung. Ist halt nur rausgekommen, dass Shutdown, Lockdown, einrichtungsbezogene Impfung, all diese Dinge, dass das, oh, Trump, wunderbar, da war Trump-Werbung. All das, dass das überhaupt keinen Nutzen hatte. Man wusste es vorher, man hat es trotzdem gemacht. Die Impfung ein mehr als 20-faches Risiko für junge Männer bis 45 hatte, einen Herzinfarkt zu bekommen. Es wurde trotzdem weiter Impfpropaganda gemacht. Das machen die Politiker, das machen die Mainstream-Medien und es geht mit dem Ukraine-Krieg jetzt munter weiter. Und interessant ist ja jetzt, meine lieben Zuschauer, dass bei der Trump-Wahl, die steht ja hier in rund 90 Tagen an, bei der Trump-Wahl oder bei der Präsidentenwahl machen ja unsere Mainstream-Medien munter Werbung für Kamala Harris. Und man hat so das Gefühl, als ob wir mitwählen könnten. Es liegt vielleicht daran, dass wir ein besetztes Land sind, ohne Friedensvertrag, übrigens auch ohne echte Verfassung. Wir haben ja nur ein Grundgesetz und im Grundgesetz steht übrigens drin, ihr merkt, viele Themen wandern von einem zum nächsten, es geht so schleichend aneinander über. Im Grundgesetz steht ja drin, dass das deutsche Volk sich eine eigene Verfassung irgendwann geben soll. Wann ist es denn soweit? Also ich würde es gerne mal wissen. Also da wir ja nun der 51. Bundesstaat der USA sind, allerdings ohne jegliche Rechte der Amerikaner, nur mit den Pflichten, ist es ja auch mehr als schlüssig, dass bei uns Werbung dafür gemacht wird, dass Kamala Harris die beste überhaupt aller Zeiten ist. Wir haben bei unseren Aufenthalten in den USA in diesem Jahr ein einziges Mal jemand getroffen, der gesagt hat, er wählt die Demokraten, er wählt Joe Biden, / Kamala Harris. Ansonsten haben wir nur Trump-Anhänger getroffen. Es liegt vielleicht auch daran, dass hier inzwischen Öl und Gas und Benzin und Strom und vor allen Dingen Lebensmittel für amerikanische Verhältnisse explodiert sind. Und ich habe zu Anna gesagt, ist doch komisch, dass es überhaupt noch Amerikaner gibt, die Demokraten wählen. Sie sagt, naja, ganz einfach, guck dir das Fernsehen hier an. Ja, und da war die Erklärung. Ist genau wie bei uns. Im Fernsehen wird den Leuten eine andere Wahrheit erzählt, eine andere Objektivität erzählt. Und das bringt mich zu Nancy Faeser. Nancy Faeser, die hat ja gesagt, dass die Verhöhnung des Staates von Elvis Presley. Oh, wir waren am Elvis Presley, haben wir schon gesehen. Ja. Ah, dass die Verhöhnung des Staates
vom Staat hart bestraft wird. Ich kann Nancy Faeser nur eins sagen, gucken Sie mal nach, was Staat bedeutet. Staatsfläche, Staatsgrenze, Staatsvolk. Ja, Legislative und Juristative, das ist ja auch Staatsvolk. Und die Verhöhnung des Staates, das sind diejenigen, die aus dem Staat etwas anderes machen. Wenn Frau Faeser von Verhöhnung des Staates spricht, meint sie Verhöhnung der Regierung. Und wenn sie sagt, dass jemand demokratiefeindlich ist, dann meint sie regierungsfeindlich. Und so sieht es nämlich mal aus. Auch das Wort Regierung wurde ja verdreht, beziehungsweise Demokratie. Und ich glaube, das ist eine Verhöhnung des tatsächlichen Staates, ist nämlich des Staatsvolkes, der Staatsgrenze und der Staatsfläche, wenn man die Staatsgrenze nicht schützt. Und wenn man sagt, ja, ein 17-jähriger Syrer, dessen Familie schon 110 Straftaten begangen hat, der ist immer noch im Land, obwohl er längst draußen sein müsste, alles völlig normal, ja, das ist aus meiner Sicht die Verhöhnung des Staates, des Staatsvolks. Und auf der anderen Seite will die gleiche Regierung, die sich so schwach verhält gegenüber tatsächlichen Mördern, Vergewaltigern und Straftätern, will sie gegen Russland in den Krieg ziehen. Das ist für mich tatsächliche Verhöhnung des Staates. So, wir haben jetzt hier also Las Vegas, da ist die legendäre Vegas Mall am Las Vegas Boulevard. Sehr schön, da kann man übrigens kostenlos parken, ist heute auch nichts Normales mehr, denn die meisten Hotels sind dazu übergegangen, bis zu $35 pro Tag fürs Parken zu berechnen. Hier ist Encore und daneben Wynn. Wynn ist übrigens einer der großen Unterstützer von Donald Trump, ein Multimilliardär, Immobilienmakler und wie man sieht auch Hoteleigner. Danach kommt dann direkt Palazzo, das ist sozusagen das Pendant des Venetian. Das Venetian hat 4.500 Suiten, da gibt es überhaupt gar keine Zimmer. Ja. Und geradezu ist das Mirage, das hat gerade geschlossen. Daraus wird das neue Hard Rock Hotel. Ja, also es ist wirklich tatsächlich hier extrem viel in Bewegung in Las Vegas. Da wir lange Ampelphasen haben, kann ich auch mal zwischendurch mal eine Nachricht raussuchen. Die Staatsanwaltschaft bestätigt in Erfurt, dass es Untersuchungen bei einem linken Politiker gab wegen Kinderpornografie. Das ist doch schön zur Thüringenwahl, dass einer von den Linken jetzt mal erwischt wurde dabei, wie er massenhaft Kinderpornos auf seinem Rechner gehortet hat. Interessant, oder? Also, das sind ja schon mal Nachrichten. Und die englische Regierung hat sich gesagt, wir nutzen jetzt mal die Unruhen in England dazu, die massenhafte Gesichtserkennung flächendeckend in ganz England einzuführen. Das bestätigt ja meine These, dass Bürgerkriege deshalb forciert werden, weil man dann sagen kann, jetzt müssen wir hart durchgreifen, wir machen mal Kriegsrecht und vorher machen wir massenhafte Überwachung und totale Kontrolle des Volkes, einschließlich Bargeldabschaffung. Übrigens bei Olympia in Paris gibt es schon gar kein Bargeld mehr. Ja, links das Venetian ist Venedig nachempfunden, sehr schön. Wenn ihr mal nach Las Vegas kommt, macht das am besten montags bis donnerstags, dann ist es am preiswertesten. Wenn ihr es richtig heiß haben wollt, macht es wie wir im August, da hat man dann mal schnell 50 Grad. Im Moment sind es nur 44. Auf der rechten Seite kommt jetzt das Caesar's Palace, legendär. Da ist auch schon Frank Sinatra aufgetreten. Ein wunderschönes Hotel. Super Hotel, tolle Shopping Mall. Allerdings nicht wirklich preiswert, weder die Übernachtung noch das Shopping. Also wir haben es uns gespart. Und aber das ist doch schön, wenn man hier kommt, kann man alles besuchen. Man kann alles besuchen, alles angucken, genau. Und möglichst nicht spielen. Hier rechts ist das Bellagio, kennt ihr aus Ocean's 11. Da stand früher das Dunes. Ich kenne das noch, das Dunes. Das ist schön mit dem Sightseeing, oder? Und beim Bellagio ist das genial, da haben sie einen kleinen See davor gebaut, der ist aber nur etwa einen Meter tief. Und da gibt es alle, ich glaube, jede Stunde Wasserspiele. Aber Bellagio kommt erst noch. Ja, hier links legendär das alte Flamingo Hilton, heißt jetzt nur noch Flamingo. Da, 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 da. Und wir machen das für euch offen, weil A, wollen wir ein bisschen Vitamin D tanken, B, sind wir verrückt. C sind wir nicht ganz normal und D sind wir die Einzigen und A, B, C, D und nach D kommt E wie Elvis und E könnt ihr so besser gucken. Wir haben es extra offen gelassen, damit wir besser hochfilmen können. Genauer gesagt, Anna, die Kameramannfrau. Ich soll euch übrigens von Robert ganz lieb grüßen und auch von Jerome. Wir haben Jerome inzwischen in der Wüste aufgegabelt, er hat überlebt. Toll, wenn wir jetzt rote Ampelphase wollen zum Nachrichten vorlesen, haben wir eine grüne Welle, auch nicht schlecht. Ach, guck mal, hier sind die Wasserspiele gerade beim... seht doch mal da, rechts. Das sind die Wasserspiele vom Bellagio. Ist doch wunderbar, oder? Das ist Kismet, Schicksal. Herrlich, oder? Mit Musik dazu.
Und links haben wir den Eiffelturm. Den Eiffelturm? Eiffelturm. Na gut, sehen wir uns erstmal die Wasserspiele an. Ich sehe schon, das wird länger. Hier ist der Eiffelturm. Verrückt, oder? Ja, wir haben noch ein paar Nachrichten, aber jetzt haben wir erstmal grüne Welle. Ist beim Fahren immer so schlecht mit Nachrichten vorlesen. Also was hier auffällt übrigens in Amerika, und wir sind sehr viel gefahren, es wird praktisch gar nicht gehupt, also wenn man nicht in New York ist. In New York ist alles anders. New York ist aber auch demokratisch beherrscht. Hier wird praktisch nicht gehupt, hier wird nicht gedrängelt, hier wird reingelassen, hier herrscht Rücksicht. Extrem freundliche Menschen, egal wo wir waren, ob im Fahrstuhl, im Spielcasino, im Supermarkt, egal ob Schwarz oder Chinese oder Latino, die Menschen sind außerordentlich freundlich, extrem deutschfreundlich. Sie lieben Deutschland, sie lieben die Deutschen. Viele haben deutsche Vorfahren. Seit etwa 150 Jahren ist der Anteil der Migration in die USA immer an Platz 1, sind das Deutsche. Ja? Und deswegen haben hier auch viele deutsche Wurzeln. So, was haben wir denn hier? Das war jetzt eben Cosmopolitan und Aria Hotel. Jetzt kommt das New York. New York ist auch New York nachempfunden. Innen drin nicht so schön, aber von außen wunderbar. Oh, wir kommen echt gut durch. Hast du das schon mal erlebt, dass wir in einem Rutsch durchfahren? Nein. Noch gar nicht, ne? Ja, das ist für die lieben Zuschauer. Mal eine ganz andere Nachrichtensendung. Erst eine Nachricht gebracht. Aber kleine Randbemerkung, habt ihr mitbekommen, auf der Demonstration am Samstag, dem 3. August in Berlin für Frieden, Freiheit und Liebe, hat die Polizei das Verschenken von Wasser verboten. Das ist doch mal gelebte freiheitlich-demokratische Grundordnung, oder? Aber bei 26 Grad muss man ja auf Gesundheitsschutz muss man nicht drauf Acht geben. Aber bei 12 Grad plus kann man die Leute mit Wasserwerfern besprühen. Es geht ja um die Gesundheit. So, nach dem New York kommt jetzt gleich das Excalibur, auch schon über 30 Jahre alt. Einer alten Ritterburg nachempfunden. Und links ist das Tropicana, das wird im Oktober gesprengt. Das haben sie jetzt Asbest saniert. Das war das erste große Hotel hier am Las Vegas Boulevard nach über 60 Jahren. Haben sie auch James Bond drin gedreht. Auch Viva Las Vegas von Elvis. So, Excalibur. Und ich habe zu Anna noch gesagt, nee, wir fahren nicht den ganzen Strip. Nein, wir machen gleich das Dach zu. Hat nicht ganz geklappt. Ja, und da ist Luxor, die Pyramide. Wir haben mal recherchiert, ich glaube 120 Meter hoch. Sehr schön. Die haben speziell konstruierte Fahrstühle, die tatsächlich die Schräge hochfahren. Wenn man da drin steht, denkt man wirklich, der Fahrstuhl kippt um. Es ruckt immer so zur Seite. Wir haben schon eine Rolltreppe entdeckt, die schräg geht. Ne? Ja, wir haben tatsächlich mal eine rote Ampel, aber auch nur so ganz kurz, dass ich keine einzige Nachricht mal... Ja, Jörg Kachelmann hat sich mal wieder aufgeregt über die Alternative für Deutschland und die Bündnis Sarah Wagenknecht-Wähler und hat sie alle als Rechte bezeichnet, ja, als Nazis und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, von wem Kachelmann inzwischen bezahlt wird. Und die Klimaaktivistin Michelle, 28, sagt, sie plant aus Gründen der Zukunftsangst keine Kinder. Das ist doch schon mal schön, ja. BioNTech liefert endlich ein neues Corona-Spritzmittel. Das gefällt uns sehr gut. Ja, es soll einen starken Verlauf verhindern. Danke an BioNTech, finden wir alle ganz toll. Ja, und ein Jordanier hat in Köln einen Taxifahrer absichtlich Menschen umgefahren, aber das war ein Einzelfall. Und ja, das ist Mandalay Bay. Ganz groß, also ganz großartige Architektur, finde ich. Passt wunderbar her mit dem Gold. Ich sag mal dem lieben Lars Hobbs vielen herzlichen Dank und Hans-Joachim Krüger, danke ihr Lieben, Dankeschön. Eine Mitarbeiterin eines Asylamtes hat 300 Fälle von Asylmissbrauch aufgedeckt, also von Betrug. Als Dank wurde sie entlassen. Ist das nicht herrlich im besten Deutschland aller Zeiten? Ich finde das toll. Olympia 24, immer mehr Athleten erkranken nach Triathlon in der Seine. Ja, die haben jetzt alle Magen-Darm-Erkrankungen. So viel zum Thema sauberes Frankreich, sauberes Seine. Aber wie gesagt, die Spiele floppen sowieso, die Menschen reisen massenhaft ab, weil sie zum Beispiel nicht bar bezahlen können. Bargeld bezahlen geht nicht. Und die Polizei bittet jetzt, illegale Messer abzugeben und dafür gibt es ein Jahresabo Netflix, das ist sehr schön. Mein Tipp, guckt mal nach, wenn ihr ein blutverschmiertes Messer habt, gibt es vielleicht 3 Jahre oder 4 Jahre. Je mehr Blut am Messer ist, desto länger wird euer Netflix-Abo wahrscheinlich gelten. Man weiß es nicht.
Ja, sieht nicht schlecht aus, oder? So, wir wenden jetzt hier mal wenden. Immer mehr Tesla-Fahrer steigen in den USA übrigens wieder auf Verbrenner um. Ja, wir wissen gar nicht warum. Ja, dabei ist doch das Elektroauto so praktisch. Vor allen Dingen hier bei 48 Grad, wenn die Klimaanlage den ganzen Tag läuft, ist ganz besonders gut für den Akku. Syrische Familie des Stuttgarter Messerangreifers ist für über 100 Straftaten verantwortlich. Das waren aber alles 100 Einzelfälle. Ja. Und ich habe natürlich noch eine wunderschöne Nachricht hier für euch. Jetzt möchte ich aber erstmal Michael Schatt Danke sagen. Und 49.000 neue Jobs im öffentlichen Dienst. Sehr schön. Ja, allerdings 40.000 Jobs in der Metallindustrie weniger. Aber wir gleichen einfach die Produktionsjobs, also die Jobs, die tatsächlich etwas produzieren, die gleichen wir aus durch Staatsangestellte. Erinnert ein kleines bisschen an die DDR oder Nordkorea. Und Karl Lauterbach hat sich geäußert, wenn der Golfstrom sich noch mehr verlangsamt, könnte dieses System kippen. Die Folgen sind zwar nicht genau klar, es wird aber mit noch stärkeren Niederschlägen bei uns gerechnet, dazu Kälte im Winter. Ja, Herr Lauterbach, Kälte im Winter, können wir uns gar nicht erinnern, dass es sowas jemals gab. Und Sachsens Landkreise sind überschuldet. Es gibt ein Defizit von 833 Millionen Euro. Woran könnte das liegen? Ganz böse Zungen sagen, es liegt daran, dass wir die Steuern von den Deutschen nicht für die Deutschen ausgeben, sondern für Menschen, die eigentlich hier nie eingezahlt haben und dass deshalb die Landkreise alle überschuldet sind. Aber gut, das sind natürlich alles böse Zungen. Hier, Drosten über RKI-Protokolle, kein Problem, solange nicht darüber gesprochen wird. Ist doch toll, oder? Also, solange man nicht drüber spricht über das Problem, ist das Problem auch kein Problem. Es kann so einfach sein. Leute, ist das nicht mal eine ganz besonders andere Nachrichtensendung? Was sagt ihr? Und übrigens danke an die liebe Anna. Anna schwitzt, ja, und leidet inzwischen bei 44 Grad im Schatten. Es ist ja erst 3.13 Uhr, 15.13 Uhr. Ab 16 Uhr ist es hier am heißesten. Deswegen Entschuldigung, wenn mal die Kamera wackelt. Ah. Und übrigens, Herr Scholz hat sich angeblich eine Villa gekauft. Oh, ich musste ja schon mal 1.600 Euro Strafe zahlen, weil ich die Bild-Zeitung vorgelesen habe, dass sich Jens Spahn eine Villa gekauft hat. Ja, deswegen sage ich jetzt nicht, berichte ich jetzt nicht über die 6 Millionen, die die Villa von Scholz gekostet haben soll. Ja. Baerbock begrüßt Stationierung amerikanischer Waffensysteme in Deutschland. Wunderbar, Frieden schaffen. Nur mit Waffen, Frau Baerbock. Frau Baerbock hat übrigens einige Skandale gerade an der Backe. Stichwort Visa-Affäre. Aber auch das wird sie aussitzen. So. Ja, was haben wir denn noch an Nachrichten? Grünen-Politiker zeigt Höcke an. Ja, was ist passiert? Herr Höcke hat in seinem Wahlprogramm ein Gedicht eines deutschen Dichters. Und da hat jetzt ein Grünen-Politiker, jemand, den niemand kennt, Name ist auch unwichtig, ein Grüner halt, der hat sich gedacht, oh weia, das Gedicht ist ja von jemand, der in der NSDAP war. Also ist Höcke ein, wie nennt sich das hier? Volksverhetzer. Also, Herr Höcke hat die nächste Anzeige an der Backe. So kann man aber auch unser Gerichtssystem überlasten. Keine Perspektive für Erfolg. Die letzte Generation in Österreich gibt auf. Und da sagt mir noch mal einer, es gibt keine guten Nachrichten. So, Sting. Ja, Sting hat sein Weingut in Italien verkauft. Und an wen hat er es verkauft? Er hat es verkauft an Wladimir Zelensky. Genauer gesagt an eine Firma, die Zelensky gehört. Na bitte. Ja, ist doch schön. Und aus der Nachricht, muslimischer Mob überfällt Kneipe in England, machen unsere Mainstream-Medien: Rechtsradikale randalieren in England. So einfach ist das. Ach Freunde, jetzt noch was ganz besonders Schönes. Kennt ihr Rossmann? Rossmann, das sind die, die als allererstes diese dicken Plastikwände in den Supermärkten hatten. Und das waren auch die ersten, die Impfung beworben haben, gesagt haben, unsere Mitarbeiter müssen alle geimpft sein. Rossmann! Rossmann boykottiert jetzt Tesla, weil er etwas gegen X und Elon Musk hat. Also Meinungsfreiheit, Herr Rossmann, gilt bei Ihnen nur dann, wenn man Ihre Meinung hat. Ja, Meinungsfreiheit gilt bei Ihnen nicht, wenn jemand eine andere Meinung hat. Zum Beispiel die Meinung, dass Rossmann ein Drecksladen ist. So, ich kaufe da jedenfalls nie wieder ein. So, und Trump hat gesagt, dass es denkbar ist, dass der Herr Trudeau, ja, Trudeau ist ja sozusagen der Stalin für arme Leute in Kanada.
Trudeau soll angeblich möglicherweise der Sohn von Fidel Castro sein. Trump hält es jedenfalls nicht für ausgeschlossen. So, und dann gibt es hier einen Peter Hotez. Er verlangt den Einsatz von Polizei und Militär inklusive der NATO gegen alle Ungeimpften bei der nächsten Pandemie. Das ist übrigens einer der höchsten Figuren da auf der Seite der WHO. Ist doch schön, oder? Ich sage mal vielen herzlichen Dank, Reinhard Klein und Josef Dettenwatz. Vielen Dank, danke, danke, danke. Freunde, es ist so grell, ich kann kaum was lesen. Gerd Bernd Sokolov, vielen herzlichen Dank. Dann haben wir hier was ganz Schönes. Hier, Breaking News, die linksgrüne Ideologin und Feinde der Pressefreiheit. Wie heißt sie? Fenda Azaman hat höchstpersönlich angeordnet, gegen NIOS zu ermitteln. Ist nichts draus geworden, aber ich finde es schön, ja, dass die Politiker nichts anderes zu tun haben, als die freie Presse zu verklagen. Ich habe jetzt schlechte Nachrichten für alle Freunde, die Biontech-Aktien haben, wobei ich unterstelle, dass hier bei meinen Zuschauern niemand so einen Dreck haben würde. Aber die Biontech-Aktie ist ganz doll ins Minus gerutscht. Das ist natürlich schade. Deswegen meine Bitte an euch, lasst euch impfen. Holt euch ganz, ganz viele Biontech-Impfungen, damit die Aktie wieder hochgeht. Die Tagesschau macht inzwischen Werbung, die AfD nicht zu wählen. Das ist zwar gegen den Rundfunkstaatsvertrag, der nämlich besagt, dass die Tagesschau alle Stimmungen der Gesellschaft wiedergeben muss und objektiv berichten muss. Aber mein Gott, gegen die AfD hetzen, das ist doch erste Dienstpflicht bei der Tagesschau. Und dann was ganz Tolles, wir haben jetzt mal eine rote Ampel. Jetzt muss ich nicht frei vortragen, sondern kann ich ablesen. Charité schlägt Alarm. In Berlin wird immer öfter zugestochen. Freunde, da muss ich euch ein Bild zeigen. Hier, das ist der Hammer. Hier, das Bild wird dazu gezeigt. In Berlin wird immer öfter zugestochen. Und da haben wir eine weiße Frau mit einem Messer. Ja, also ist wirklich die Realität wiedergegeben, oder? In Berlin wird immer öfter zugestochen. Es sind doch die Hauttypen 2 und 3, die diese Messergewalt bei uns bringen. Es sind doch nicht irgendwelche anderen Leute. Alles andere ist doch rechte Propaganda. Der Iran plant möglicherweise Israel anzugreifen. Das ist schön. Immer mehr Kriege, immer mehr Gewalt. Und das Ganze wird am besten dadurch behindert, indem wir noch mehr Waffen liefern, oder? Blutige Auseinandersetzung vor Volksbankfiliale in Burgsteinfurt. Ja, die Täter waren bestimmt rein rassige Deutsche. Wie immer. Es ist immer das Gleiche. Ja, und das Handelsblatt ist es, glaube ich, berichtet. Ist es das Handelsblatt? Kann ich jetzt nicht verifizieren. Ein zeitnaher Angriff von Putin gegen Deutschland ist nicht ausgeschlossen. Klar, was will der bei uns? Also Bodenschätze haben wir nicht. Tja, was macht er denn bei uns? Landfläche hat er genug? Na, wahrscheinlich will er Einhörner einfangen und Regenbogenfarben klauen, oder? Was meint ihr? Naja, man weiß es nicht. Also Russland greift uns bald an, wisst ihr Bescheid. Aber wir haben ja eine ganz tolle Armee. Die haben ja Gender-Toiletten und die essen vegan und das wird schon gut gehen. Also da hat Putin überhaupt gar keine Chance. Neuseeländische Pandemieplan löst Schockwelle aus. Der Staat darf renitente Bürger nun zwangsimpfen unter Anwalt von Gewalt. Großartig, auf nach Neuseeland. Wir haben Grün, wir fahren weiter. Also muss man sich vorstellen, in Neuseeland darf die Regierung jetzt wirklich allen Ernstes die Menschen aus der Wohnung zerren und zwangsimpfen oder in Lager stecken. Ist doch toll, oder? Und kein Aufschrei bei uns, weil, naja, solange es nicht bei uns der Fall ist, ist doch nicht so schlimm. Man hat ja so den Eindruck, als hätte es diese RKI-Files nie gegeben, als wäre nie rausgekommen, dass diese mRNA-Spritzung massenhaft Menschenleben gekostet hat, ganz viele Menschen krank gemacht hat, als hätte es das alles nicht gegeben. Diesen Eindruck könnte man gewinnen. Dann hier, eine neue italienische Studie löst nun eine massive Schockwelle aus. Die Lebenserwartung von zweifach Geimpften ist um 30% geringer als von Ungeimpften. Aber das sind natürlich alles nur rechte Verschwörungen. Ja, das stimmt natürlich alles nicht. Ja? Niemals stimmt das, das wisst ihr doch. Lasst euch bitte impfen. Werner Müller, ich sag mal ganz lieben Dank und herzliche Grüße. Und jetzt kommt der Knaller. Also ich bin ja totaler Michael Jordan hat einen 400-Millionen-Dollar-Auftrag von Disney abgelehnt, weil er sagt, er macht diese Woke-Ideologie bei Disney nicht mit. Ja, das nennt man mal Arsch in der Hose. Und in Australien kann man sein Haus nicht verkaufen ohne digitale Gesichtserkennung.
Grüße an Bernie in Australien. Danke für deine Beiträge. Und ja, Joe Biden und Kamala Harris haben insgesamt 239 Millionen an die Taliban gezahlt und sagen, ach, sie haben es gar nicht mitgekriegt, tut uns leid, muss wohl ein Fehler gewesen sein. Ist ja nicht so schlimm, oder? Ich würde mal sagen, wir belassen es jetzt dabei. Ich habe noch mehr Nachrichten, aber Anna hat gerade signalisiert, sie kriegt gleich einen Hitzeschlag. Ja, wir können da noch mal ein bisschen den Blick schweifen lassen. Schreibt mir mal einen Kommentar, was ihr zu dieser anderen Nachrichtensendung sagt. Mir verschlägt es gerade schon die Sprache. Aber ich werde gleich mal was trinken. Aber komm, bei 44 Grad Nachrichten ist noch mal nicht so schlecht, oder? Aber ihr habt jetzt auch ein bisschen das Gefühl, wie groß, es ist allein nur der Las Vegas Boulevard, wie groß Las Vegas so ist. Wie gesagt, nochmal, wenn ihr herkommt, macht es Montag bis Donnerstag, nicht Freitag bis Sonntag, dann ist es wesentlich preiswerter. Guckt nach einem Hotel, wo ihr fürs Parken nichts bezahlen müsst. Und wenn ihr spielt, setzt euch ein Limit und wenn es verbraucht ist, nicht weiterspielen. Ganz wichtig. Oder, Anna? Absolut. Absolut. Nee, aber es ist nochmal die Amerikaner, die wir getroffen haben und es waren wirklich nicht wenige. Ihr werdet überall angesprochen, im Fahrstuhl, im Supermarkt, die Leute sprechen einen aktiv an. Neulich hat auch ein Kind beim Schwimmen zu Anna gesagt, tolle Sonnenbrille, also auch Kinder. Die Menschen sind extrem offen hier, extrem freundlich, gibt sicher auch Ausnahmen, haben wir aber bisher nicht getroffen. Habe ich bei all meinen Amerika-Reisen ohnehin nie großartig kennengelernt. Wir haben auch, hat natürlich auch ein bisschen was wir sind ja aufmerksam und achtsam und meiden auch einige Gegenden. Wir haben ja auch keine Kriminalität oder Gewalt gesehen. Wir haben mal einen Autounfall gesehen, das war es aber auch schon. Ein paar Krankenwagen gehört, aber man fühlt sich hier schon sicher. Aber das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass in Las Vegas geht es um sehr viel Geld. Die haben hier unfassbar viel Security. Also in Hotels sind Massen an Sicherheitsmitarbeitern, die ganz diskret immer irgendwie im Hintergrund stehen. Die machen es natürlich also Verbrechern noch nicht ganz so leicht. Aber wir sehen halt auch jeden Tag auch Massen von Obdachlosen, die bei diesen unmenschlichen, super heißen Temperaturen in nicht klimatisierten Räumen sich aufhalten müssen. Also hier sieht man, wo es... Ja, genau. Aber wir haben die Klimaanlage an. Aber hier sieht man, was diese viel zitierte, gelobte Demokratie, ja, was sie wert ist. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, oh, der Claudius hat was gegen die Demokratie gesagt. Nein, sage ich nicht. Aber ich sage was gegen die Demokratie, die immer heißt unsere Demokratie. Unsere Demokratie. Unsere Demokratie ist scheiße. Unsere Demokratie sorgt dafür, dass immer mehr Menschen arbeitslos werden, immer mehr Menschen obdachlos werden, immer mehr Alte nicht wissen, wie sie ihre Miete und ihr Essen, ihre Heizung bezahlen sollen. Unsere Demokratie sorgt dafür, dass man sich nicht mehr traut, offen den Mund aufzumachen, weil man Angst hat, eine Hausdurchsuchung zu bekommen oder die Firma zugemacht zu kriegen, den Verlag geschlossen zu bekommen, einen Besuch von der Antifa kriegt oder von der Hammerbande. Das ist unsere Demokratie. Unsere Demokratie war, als ich Kind war, als ich Jugendlicher war, so, dass jeder alles sagen konnte. Jeder konnte alles sagen, auch wenn es noch so dumm war, noch so falsch war, noch so verquer war. Aber da hat man auch andere Meinungen gewertschätzt, weil andere Meinungen zeigen auch immer auf, dass man möglicherweise falsch liegt oder aber, dass man richtig liegt und auch andere Menschen sich irren können. Ja, so viel dazu. Und ich bin dafür, dass jeder alles sagen darf. Egal was, wie, wo und wann. Und dieser Schwachsinn mit Hassrede, Hass ist ein Gefühl. Ja, so wie Liebe ein Gefühl ist. Und natürlich kann ich sagen, ich hasse Zecken, wenn ich schon mal Borreliose hatte. Ja, und natürlich kann ich sagen, ich hasse Rückenschmerzen, wenn ich schon mal Rückenschmerzen hatte. Natürlich ist Hass zulässig, ein zulässiges Gefühl. Dass wir lieber in der Liebe sein sollten und in der Vergebung, in der Dankbarkeit, ist ein ganz anderes Thema. Aber Hass kann man nicht verbieten. Dieses Hassgesetz, dieses Hass- und Hetzegesetz ist letztendlich nur ein Gesetz, um jede missliebige Meinung zu bestrafen. Wir sollen eingeschüchtert werden, wir sollen klein gemacht werden, wir sollen in Angst gehalten werden und wir sollen zu Duckmäusern werden, zu Systemlakaien werden, wir sollen zu einem Gesindel, zu einem Pack werden, was nur noch die Fresse hält und alles befiehlt, alles, was befohlen wird, ausführt. Aber wir machen da nicht mit. Wir haben eine eigene Meinung, wir haben eine eigene Sichtweise der Dinge und die muss nicht immer die gleiche sein wie die unserer Regierung. So, jetzt entlasse ich euch. Vielleicht noch ein letzter Blick auf das, wie heißt das? Ich vergesse es immer wieder. Fontainebleau. Fontainebleau.
Fontainebleau ist das neueste Hotel der Stadt, auch das höchste Hotel der Stadt, auch mit das teuerste Hotel der Stadt. Das hat 14 Jahre gebraucht, bis es fertig war. Der Inhaber ist, oder die Inhaber haben mehrfach gewechselt. Fontainebleau. Und Fontainebleau ist direkt am Elvis Presley Boulevard. Nicht zu verwechseln mit dem in Memphis, Tennessee. Das ist ein anderer Elvis Presley Boulevard. Obwohl es nicht schlecht wäre, wenn er so lang wäre bis nach Memphis, oder? Bleibst du in deiner Spur oder willst du rüberziehen? Man weiß es nicht. Nicht schön. Achso, der Turm da hinten, das ist das Strut, ehemalige Stratosphäre. Da ist ein Karussell oben drauf. Also wer es mag, bei 45 Grad im Schatten Karussell zu fahren, da in rund 300 Meter Höhe, bitteschön. Kein Problem, kann man machen. Hier gibt es auch ein Riesenrad, das steht aber immer still. Ich weiß nicht, was da los ist. Und ja, das war unser, ach, Circus Circus können wir noch kurz zeigen, ne? Dann haben wir es geschafft, oder? Circus Circus, da hat, jetzt weiß ich es, Diamantenfieber. Circus Circus, Diamantenfieber, James Bond hat da gespielt. Und auch da im Westgate, damals hieß es noch Hilton, da hat Diamantenfieber auch gespielt. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr Diamantenfieber seht, erkennt ihr das Westgate. Hieß früher Hilton International. Da ist Elvis immer aufgetreten. Steht auch eine Elvis-Statue. Ja. So, Elvis Presley. Elvis Presley Boulevard, den kann ich... Ich blinke einfach mal, wird schon bremsen. Elvis Presley, da enden wir. Danke fürs Teilen, danke fürs Abonnieren. Danke, danke, danke für eure Kommentare. Ich bin riesig gespannt, was ihr heute erzählt. Alles Liebe von Anna und mir. Danke für eure Zeit. Und Viva Las Vegas. Wir konnten es leider nicht mit Musik untermalen, weil das auf YouTube nicht geht. Grüße auch von Robert, ne? Chaka, chaka.